Hallo und herzlich willkommen zu Lincoln und Transac, die hier zusammen aus dem Hotel versuchen zu entkommen. Wir haben letztes Mal den DeRazio hier platt gemacht. Munitionsmäßig sieht es auch nicht ganz so prall aus. Ja, und heute geht's weiter hier. Mafia 3. Munition haben wir gerade noch ein bisschen aufgenommen. Wir versuchen hier uns aus dem Hotel zu verpieseln. Am liebsten würde ich von oben mit dem Fallschirm runterspringen. Das dürfte nicht ganz so einfach werden. So, okay. Im Fahrstuhl sind wir schon mal. Und wir können auf gar keinen Fall seine Karre nehmen, weil die ist völlig im Eimer. Die habe ich das vorletzte Mal ja zerschrotet. Auf diesen verdammten Fahrstuhl! Steh auf und sieh nach, ob er noch drin ist! Ist, glaube ich, nicht schlau, wenn ich im Fahrstuhl bleibe. Scheiße. So, wie viele Jungs haben wir hier denn? Da ist einer, zwei. Zurück an die Arbeit, Leute. Wie Rattes. Er kann ja noch nicht weit sein. Ich glaube, das Arschloch ist hier noch irgendwo. Er hat eine Knarre. Mach deinen beschissenen Job und finde ihn. Ich glaube, er hat eine Waffe. Was zur Hölle ist da los? Naja, solange er sie nicht benutzt. Ich hoffe doch, das ist eine Spielzeugpistole. Ja, das ist eine Spielzeugpistole. Okay. Sieht aus wie ein Polizist, Junge. Tut mir sehr leid. Hab bis jetzt noch nie eine Leiche. Bist du das Hurensohn? Ich drücke jetzt ab. Hierher! Schmerzhaft, was? Sag mich sterben, Arschloch! Oh, shit! Oh, das ist super knapp gewesen wieder mal. Eieieiei. Keine Munition mehr. Ich muss nach. Eieieiei. Nein. Lauft! Scheiße! Also rausgehen ist wohl nicht so eine gute Idee, würde ich sagen. Ich kann nicht sterben. Ich habe auch keine. Sieh nach, ob du diesen Wichser findest. Wo sind da? Ah ja. Ah. Da. Hier ist eine ganz gute Ecke, sonst haben wir gar keine Chance. Ja. Den haben wir. Von da unten, ne? Oh, da kommen immer noch mehr, das gibt's doch nicht. Munition ist alle. So, ich muss hier jetzt mal sehen, dass ich hier gleich mal rauskomme. Aber das ist... Von da unten ist der. Da kommen immer noch mehr Leute. Da. Aus, mit wem wir es zu tun haben. Eieieiei. Was zum... Schnapp ihn! Keine Munition mehr! Worauf zielt der denn? Er hat mich hier festgenagelt! Das ist, der ist zu weit weg. Ich kann ihn nicht anvisieren hier. Ich lade nach. Shit. Der steht da. Der wird auch nicht rot angezeigt. Okay, ich muss sehen. Das nützt nichts. Ich muss hier weg. So. Er kann ja noch nicht weit sein. Vielleicht findest du ihn ja. Such weiter. Mach deinen beschissenen Job und finde ihn. Ja.
Den haben wir. Das ist ja die reinste Schießbude hier. Das ist so geil, der ist so weit weg. So, den haben wir. Der ist so weit weg. Das wird schwierig. Ich lade nach. So, jetzt müssen wir uns mal aufmachen, hier Munition zu finden. Oh. Wo bist du, kleine Ratte? Ich könnte mal eben... Ach, das machen die nicht, ne? Ich mal eben gucken, ob die... Überfallkommando. Ich bräuchte eine Crew in der Innenstadt. Na klar, bin gleich da. Lange genug genervt. So. Jetzt rufe ich meine Bros. Zu verdanken. Auf geht's. So. Zack. Gleich der nächste. Ich glaube, wir haben's. An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Oh, der geht crazy und nach hinten drauf. Super geil. Oh, jetzt bloß nicht erwischt werden. Jo. Jo, das hat wohl geklappt, würde ich sagen. Haben wir's. Nice. Hey, da bist du ja. Bin echt mal gespannt, wo die Scheiße hinführt. Dies ist unser erster Schritt, um Arcano zu brechen und die Stadt zu übernehmen. Ich höre mir an, was ihr zu sagen habt, aber ich entscheide, wer was bekommt. Und diese Entscheidung steht dann. Ja, ja, schon klar. Aber meine Jungs haben für dich gekämpft. Die schmeißen den Laden, als wär's schon ihr eigener. Und so soll's auch bleiben. Abgesehen von dem winzigen Detail, dass meine Leute den Laden klar gemacht haben. Und zwar entschieden stilvoller. Du kannst es dir noch anders überlegen. Ich kann beide Geschäfte leiten, ohne das Gekeife, das die zwei anderen abziehen. Ah ja, du hast die Geschäfte in diesem Bezirk schon verteilt, aber nun musst du den Bezirk selber einen deiner Unterbosse zuweisen. Der Unterboss, dem du den Bezirk überlässt, bekommt auch automatisch die Kontrolle über die Geschäfte. Aha. Mhm, ja, dann schaltet sich nicht nur dessen Loyalität dir gegenüber. Ja. Deine Unterbosse können es dir... Na, was steht das? Übel nehmen. Ja, ja, das ist klar. Keine zugewiesen zu bekommen. Ja, das ist klar. Du musst alle Seiten betrachten. Hm. Ich nehme Vito. Ich glaube, ich nehme Vito. Wenn du mir erst ein Gebiet in Aussicht stellst und es mir dann wieder wegnimmst, dann wird das nichts mit uns. So viel ja, kann ist ich klar, dir sagen. Ich kann es auch nicht einrecht machen hier. Wir haben einen langen Weg vor uns. Fang nicht schon falsch an, Junge. Und, wie sieht's aus? 144. Gib einem Krüppel eine Chance. 146. Du weißt, dass ich damit klarkomme. 150. Boah, das ist echt schwierig. Ich tue alles, was du sagst. Das muss dir was wert sein. Telefonvermittlung. Na los, es wird spät. Sag schon, wer es wird. Mehr Adrenalin tragen.
Telefon. Oh, dann fällt beides weg. Das ist aber heftig. Keine Telefonvermittlung. Da kann ich am... Mit dem kann ich eigentlich am besten legen, ja. Fällt die Telefonvermittlung weg? Ich bin hier, ganz egal, wie lang es dauert. Es ist echt schwierig. Ist ein Anruf bei Cassandra? Schön Zeit lassen hier. Bei dir, mach endlich. Ach denn, ach so, das ist denn die Veränderung. Ist nicht einfach. Glaub mir, ich kenne das. Na, das sag ich dir. Keine das ist Hektik, echt nicht einfach. Lass dich doch nicht von so einem Weißen drängen. Ich nehm Vito. Der hier geht an Skelette. Und was bitteschön soll ich deiner Meinung nach meinen Leuten sagen, die ihr Leben für dich riskiert haben? Vergiss es. Da gibt's nichts zu sagen. Das ist nicht zu rechtfertigen. Wurde auch mal Zeit. Ich wusste immer, du hast was in der Birne. Wenn du von vornherein schon weißt, wie du es halten willst, dann sag's doch einfach. Und verplepper hier nicht meine Zeit, Mann. Das war's für jetzt. Ich melde mich, wenn ich was brauche. Tja. Aber wir müssen uns entscheiden. Das geht nun mal nicht anders. Ich denke mal, Vito war die richtige Entscheidung. Die Polizei weitet die Suche nach dem männlichen Schwarzen, der für das Massaker im Royal Hotel verantwortlich sein soll, aus. Der Verdächtige ist ca. 1,91 Meter groß, bewaffnet und sehr gefährlich. Du hast Tony vom Dach des Royal Hotel geworfen? Ah, stimmt nicht. Es war sein Penthouse-Fenster. Du hattest schon immer einen Hang zum Dramatischen. Tonys Buchhaltung. Die letzten paar Seiten sind sehr interessant. Hast du eine Ahnung, was US5CJ heißt? Moment mal. Heilige Scheiße. Warum verschenkt Lou 10 Riesen an ein Bordell und dieselbe Summe an eine Drogenhöhle? Greco hat Scaletta und mir erzählt, dass Marcano ein Vermögen ausgibt, damit Glücksspiel endlich legalisiert wird. Und wen sollte man da schlauerweise an seiner Seite haben? Natürlich einen Richter vom 5. Berufungsgericht, US5CJ. Exakt. Es gibt über 20 Richter in der Kammer. Jeder kommt in Frage. Ein Typ wie der, um den es hier geht, lässt sich normalerweise nicht ins Handwerk forschen. Ich klappe mal die Adressen ab, die hier drin stehen. Dann kriegt er Panik und bittet Lou um Hilfe. Und so kriegen wir raus, wer es ist. Lass das Abhörgerät laufen. Schalte ich nie aus. So, vom Bitteten haben wir hinzugewonnen. Einen Gefallen haben wir. So, ich würde sagen... Da machen wir an dieser Stelle einen Cut, ihr Lieben. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, wie immer, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like oder einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.